Hallo, dies ist ein Mehrteiler. Sobald die weiteren Teile live sind, findet ihr hier oben rechts die zugehörigen Links zu den Videos. Und nun viel Spaß bei diesem Teil. In diesem Teil geht es weiter mit dem Querträger des Fahrradträgers. Er verbindet die Schwenkarme und nimmt die Fahrradschiene zur Fixierung der Fahrräder auf. So, hier nochmal der angesprochene Schwenkarm. Und ich hatte hier schon davon gesprochen, dass ich hier zwei Bohrungen vorgenommen habe. Dort werden jetzt die Querverstebungen angebracht. Der einen Seite habe ich noch Löcher für die Verschraubung am Schwenkarm angebracht. Die andere Seite ist noch jungfräulich, muss ich mal überlegen, wie ich die Sachen miteinander verbinde. Und die Idee ist, dass das hier verschraubt wird. Gut, die verschraube ich. Ich habe hier einmal eine lange Maschinenschraube M6 mit Unterlegscheiben. Gut, das erste, ich habe hier Nutensteine. Da werde ich erstmal die Schraube mit befestigen. So, für die Befestigung der Räder habe ich hier einmal gebrauchte Schienen besorgt. Ich habe zwei U-Profile angefertigt und die Löcher, der Abstand stimmt überein. Und zudem habe ich hier noch ein Profil 30x30, um das Ganze miteinander zu verbinden. Hier sind nun bereits die U-Profile am Fahrzeug befestigt. Hierzu habe ich zum einen Sikaflex als auch Bechernieten verwendet. Nun habe ich die Querträger mit den Radschienen montiert. Die beiden U-Profile wurden mit 30x30 Alu-Systemprofile verbunden. Zu diesem Zeitpunkt ist zunächst nur eine Radschiene befestigt. Hier seht ihr nun den Träger im hochgeklappten Zustand. Die Steckbolzen rechts und links sichern den Träger. Der Radhalter mit den Schwenkarmen ist nun installiert. Was nun noch fehlt, ist der Rahmenhalter. Um nicht alle Teile selbst herstellen zu müssen, hatte ich bei eBay günstig einen gebrauchten Fahrradträger gekauft und nutze den als Teilelieferant. Neben den bereits gezeigten Radschienen nutze ich auch die Rahmenhalter als Basis. Woraus besteht das? Es besteht aus einmal aus einer Klemme,
einem Schraubgriff, in diesem Fall auch mit Schlüssel, und einem Abstandsröhrchen. Und das möchte ich ganz gerne verwenden, um das Rad zu befestigen. Ich habe hier die Einzelteile zusammengestellt. Einmal hier auf dieser Seite sind die alten Teile des Rahmenhalters, die ich weiter verwenden kann. Ich habe hier noch zusätzlich eine Gewindestange, das ist eine M8er, die genau durch diese Abstandshülse passt. Und ich habe hier ein Alu-Systemprofil. Am Schluss habe ich eine Kappe draufgesetzt und hier habe ich ein M8er Gewinde reingeschnitten. Da passt die Gewindestange genau rein. Die schraube ich auf. Man könnte die auch noch verkleben. Dann kommt die Abstandshülse drüber. Ich setze die Klemme drauf mit der Feder dazwischen. Dann ist hier noch eine Unterlegscheibe. Und dann kommt der Schraubkopf drauf. Dann haben wir einen Teil bereits fertig. Zusätzlich haben wir hier den Teil, der am Fahrzeug befestigt wird. Da haben wir einmal das Schraubfitting. Dort wird das eine Teil des Gelenkverbinders mit verbunden, mit der Schraube. Ich lasse das mal gerade weg. Dann habe ich hier noch mein Alu-Systemprofil. Wichtig ist, ich habe hier noch zwei Nutensteine eingefügt. Die kommen gleich noch zum Zuge. Dann habe ich die andere Seite des Gelenkverbinders und dieser wird an die Ende des, die wird an das Ende des Alu-Systemprofils geschraubt. Dazu habe ich hier ein Gewinde eingeschnitten, wieder M8. Die Schraube nutze ich. Und damit wird das Teil hier befestigt. Gut. So. Okay. Jetzt werden die beiden Teile hier miteinander noch verbunden. So, hier ist das Mittelteil. Und die Mutter. Jetzt müssen die beiden Teile noch miteinander verbunden werden. Auf der einen Seite habe ich Nutensteine eingefügt. In dem anderen Teil sieht man hier bereits zwei Löcher, die ich vorgesehen habe. Und dadurch stecke ich M8er Feststellschrauben mit so einem Kunststoffgriff. So gehört das. Und die werden hier eingefügt. So, insgesamt sieht das dann so aus. Das ist der zweite Rahmenhalter. Ich habe hier halt ein längeres Rohr für das zweite Rad. Und hier habe ich die beiden Systemprofile verbunden mit den beiden Schrauben. Und es lässt sich das auch gegeneinander verschieben, wenn man die Schrauben gelöst hat. Das heißt, es ist flexibel. Die Länge kann man dort einstellen. Ich stelle es mal fest. Über den Gelenkverbinder kann ich dann den Winkel einstellen. Und natürlich kann ich hier den Rahmen festsetzen. Gut. Diese Erlandschiene wird am Fahrzeug befestigt. Um den Rahmenhalter dann wieder daran zu befestigen, nutze ich sogenannte Schraubfittinge. Die sind relativ einfach und flexibel einsetzbar. Sie werden einfach hier angesetzt in die Schiene hinein, werden fixiert und können dann angezogen werden und halten dann bombenfest. Können auch relativ einfach wieder verschoben werden an eine andere Position. Also sie sind recht flexibel. Das Ganze sieht von der Seite so aus. Und
Montiert sieht der Halter nun so aus. Zusätzlich habe ich einen Sicherungsgurt vorgesehen. Nach ein paar Testfahrten kann ich nun das Resümee abgeben, dass der Träger hervorragend hält. Optimierungen gibt es noch bei der Fixierung des Fahrrads in der Radschiene selbst. Hier werde ich wohl noch Keile anfertigen, die die Räder in Position halten. Ein weitergehendes Projekt ist ein Liftmechanismus oder ein Kran, der das Fahrrad nach oben hebt. Ihr findet in der Videobeschreibung Links zu den vorgestellten Produkten und Komponenten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In den nächsten Wochen werde ich weitere interessante Videos einstellen. Ich würde mich über einen Daumen hoch und über ein Abo von euch sehr freuen. Bis dahin alles Gute, Gruß Mike.